Uns interessiert das Licht zwischen Menschen. Licht beeinflusst, wie wir unser Umfeld wahrnehmen, wie wir sehen und was wir dabei fühlen. Diese starken Gefühle zu Licht teilen Menschen schon immer. Wir lieben das Licht von einer Kerze oder einen Sonnenuntergang und wir reisen sogar der Sonne hinterher. Trotzdem ist vielen Menschen nicht bewusst, dass Licht viel mehr ist als ein pragmatisches Mittel, das Räume hell macht. Es macht einen Unterschied, wie wir auf die Dinge schauen. Dieses emotionale Potenzial von Licht wird unterschätzt. Das wollen wir mit Grau ändern. Grau ist ein kollaboratives Projekt. Wir Brüder arbeiten als Künstler jetzt seit ungefähr 12 Jahren zusammen. Und wir sehen die Arbeit schon immer zwischen uns. Und den Dialog, den wir zu zweit gestartet haben, führen wir heute in einem größeren Team fort. Kollaboration ist vor allem eine menschliche und friedliche Haltung. Wenn wir die Energie von verschiedenen Perspektiven zusammenbringen, dann können wir zusammen viel mehr erreichen. Unternehmen sollten Plattformen für Kollaboration sein. Also ein Netzwerk, das unterschiedliche Talente empowert und motiviert. Der Mensch verbringt den Großteil seiner Zeit bei der Arbeit und diese Zeit sollte ein wertvoller Teil des Lebens sein. Hier sehen wir zum Beispiel einen Prototyp von einer Skulptur, die wir gerade in Bergen in der Kunsthalle ausstellen. Ein großes digitales Lagerfeuer, was den ganzen Raum transformiert und ein soziales Zusammenkommen von Menschen schafft. Ja, interessant am Lagerfeuer ist vor allem, dass Menschen sich um das Feuer versammelt haben und dabei Kultur entstanden ist. Also Menschen haben sich Geschichten um das Feuer erzählt, dabei sind Rituale entstanden, später dann Religionen. Das heißt, das Feuer ist schon immer in der Kulturgeschichte mit der Entwicklung des Menschen verbunden. Und das bis heute. Recherche und diese Form von Experimente nehmen eine ziemlich wichtige Rolle in unserer Arbeit ein. Und diese extremeren Eindrücke und Versuche fließen dann direkt auch wiederum in Visionen für neue Produkte ein. Die mobilen Leuchten sind aus der Vision entstanden, Licht wirklich in die Hände von Menschen zu bringen, damit eine persönliche und direkte Beziehung zu Licht entstehen kann. Ja, Licht beeinflusst alle unsere Erfahrungen mit dem Leben. Es lenkt unseren biologischen Rhythmus. Morgens wachen wir mit Licht auf und ohne Licht schlafen wir ein. Licht hat etwas Magisches. Mit Licht wollen wir die Gefühle und Visionen von Menschen aktivieren. Unsere Fähigkeit zu fühlen, uns etwas vorzustellen und zu verändern. In welchem Licht siehst du das Leben? Das ist die Frage, die wir stellen.